geht ab? Herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Wir müssen hier noch ein bisschen Staub wischen, weil das letzte Video ist so lange her, dass wir alle ein bisschen eingestaubt sind. Wir spielen heute Kiss, Mary, Kill. Kiss, Mary, Kill, ja. Ihr bist schon ganz verwirrt, ne? Wir haben nur Jungs genommen dieses Mal, gell? Ich hoffe, die Girls fühlen sich hier nicht ausgeschlossen. Falls ihr wollt, dass wir auch mal eine Runde nur mit Girls spielen, dann schreibt es in die Kommentare. Boah, das ist aber so schwierig. Boah, da kann ich mich auch nicht entscheiden. Weil die Jungs schon. Frauen sind einfach so viel toller. Eduard. Marvin. Und? Khan. Oh mein Gott! Also Eduard kenne ich persönlich und Marvin auch. Khan ja, nur mal so mein Gesehen. Darüber habe ich schon so richtig geredet. Ja. Muss man schon mal mit geredet haben, damit man weiß, dass ich nicht töten will, so mäßig. Ja. Aber ich will auch gar nicht töten. Ich sehe schon, dieses Video wird 20 Minuten lang, weil Lucy nicht entscheiden kann, wen sie umbringen soll. Ja, und es wird dramatisch. Okay, jetzt los. Komm, keiner von denen wird dir böse sein. Oh. Oder? Dann muss ich ja Khan töten. Aber nur, weil ich ihn nicht kenne. Aber wenn ich jetzt einen von den anderen töte, ist ja noch gemeiner. Anders habe ich sogar die Handynummer. Kann man kurz anrufen, ob ich mich stören würde? Stört's euch? Eduard! Ja. Ja, Lucy kann sich entscheiden, wen sie umbringen soll. Und hat sich überlegt, dass sie vielleicht dich nehmen würde, wenn sie nicht stört. Stört dich? Gut. Dann rufe ich mal Khan an, ja? Gut. Tschüss. Eduard will dich küssen. Und Marvin heiraten. Jetzt habe ich schon aufgelegt. Also, das hätte ich ja gern gehört. Du küsst Eduard, heiratest Marvin und killst Khan? Ja. Das muss was heißen, Marvin. Du hast Eindruck hinterlassen. Ich hoffe, Alex und Rick sehen einfach dieses Video nicht. Schaut es euch nicht an, Jungs. Einmal Dima. Boah, Dima hat eine Freundin und ich kenne die auch noch. Julian Bam. Revi. Oh Gott. Boah, also ich kann Dima ja nicht töten, weil seine Freundin, das wäre ja voll assi. Da ist er ja weg. Wenn ich ihn heirate, ist auch scheiße. Ist auch weg. Küssen ist auch scheiße. Darf ich sie erklären danach? Sorry, ich muss sie töten. Sonst hätte ich ihn küssen müssen. Sie so, ach ja, dann. Jeder hat jemanden, ja, der sie liebt. Ruhe! Erklären muss. Ruhe! Ruhe, ich muss nachdenken. Ich küsse Dima, ich heirate Julian Bam und ich töte Revi. Warum eigentlich? Woher? Ich meine, ich habe dir ja nie was getan. Wen hast du jetzt getötet? Revi. Oh. Willst du es nochmal hören? Ich töte Revi! Es muss eine persönliche Unzufriedenheit sein. Hey, Moritz! Oh, Zoe! Wenn die jetzt was mit Moritz macht, gell? Die meint das 100%. Er tötet die Partie. Und Onkel Banjo. Oh mein was Gott. Was ist das denn? Das heißt, du hast zwei vergebene Leute. Also Banjo kann ich ja nicht töten, der hat ja auch schon Familie. Nee, das geht nicht. Aber ich kann ja auch niemanden heiraten von denen. Banjo muss ich dann küssen. Boah, die arme Katze. Ja, soll ich ihn heiraten, oder? Kannst du ja nicht, er ist ja schon verheiratet. Ja, kann sich auch trennen. Nee, macht er aber nicht. Nicht für dich. Deswegen hast du Alex' Antrag abgelehnt. Checkt auch unbedingt ihr Video ab. Seht ihr, wieso ich Alex' Antrag abgelehnt habe? Ja, genau. Ich will ihn nicht heiraten, aber ich will auch nicht Moritz heiraten. Kannst du ihn wieder scheiden lassen irgendwann? Okay, ich heirate Moritz, um ihn wieder zu scheiden. Du ich glaube, Asi, mit mir verheiratet zu sein, ist auch nicht so viel besser. Na, so wild. Leroy, Leroy Matata. Kuna Matata, diesen Spruch sage ich gern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Rick! Oh mein Gott, welcher so Alex gibt. Laser Luca. Oh, es ist schon besser hart. Besser als Alex. Das ist enter. Besser als Alex. Boah, das ist so hart. Findest du? Ja! Warum? Alles Bombenspaß. Alex? Ihre Freundin ist hier ein bisschen. Ich meine für dich, für deine. Ja, natürlich. Ja, muss sagen, also. Schau, ich sag doch, alle findest du gut. Finde ich schon alle hübsch. Sag ich doch. Rick, der bringt mich um, wenn ich ihn nicht heirate. Also heirate ich Rick. Ich glaube, ich küsse Leroy und ich heirate Laser Luca. Weil Laser Luca, ich finde es so lustig. Du heiratest Rick und Leroy! Stimmt! Oh nein! Vergessen. Schau mal, den in den USA, in Las Vegas geheiratet, auf Papier, weißt du, so auf illegal, auf nicht rechtlich in Deutschland. Vor, jetzt bist du verheiratet, hast du einfach vergessen. Oh, ich hab nur mehr Geld. Ups, hast du vergessen. Also, Rick heirate ich. Ich glaube, ich töte Leroy und ich küsse Luca. So schwer zu sein. Laser Luca findet sich schon gut. Julian Pohl. Juli.
Gott, Alter. Ey, Juli kann sich glücklich schätzen, wenn du den nicht heiratest. Stell dir vor, du rufst den dann immer. Juli! Weißt du, ich lasse mich noch nie so krass auf den Sack gegangen bist wie gerade. Oh, Nick Kaufmann. Inscope. Oh, oh. Bei dir weiß ich halt auch nie, wer überhaupt dein Typ sein könnte. Am ehesten von den drei wahrscheinlich Nick, oder? Du meinst jetzt äußerlich? Ja, optisch. Echt? Inscope? Er ist Grieche. Oh, sorry, Alex ist auch Grieche, halb. Ja. Die steht einfach auf eine Nationalität. Komplett unterschiedlich sehen die aus. Ich kenne die beiden und Inscope kenne ich nicht. Das heißt, ich müsste eigentlich Inscope töten, aber er ist Grieche, ich kann ihn nicht. Achso, klar. Aber vielleicht sind die anderen ja auch Griechen. Nein. Du weißt es noch nicht. Nein. Der Nick ist safe kein Grieche, aber Julia hört sich polisch an. Ist auch nicht wichtig, Mann, was er für eine Nationalität hat. Der Grieche hat halt einfach einen Pluspunkt bei mir. Eigentlich muss ich ja Inscope töten. Theresa, bleib hier! Ich hoffe, ich werde jetzt nicht getötet, aber... Wie du getötet? Du tötest jemanden. Ja, deswegen werde ja ich dann getötet. Also Nick tötet... Juli küsse ich und Inscope heirate. Schau nicht so. Du judgst mich, sie judgt mich so sehr. Ich judge dich jetzt auch gleich. Und an der Stelle gehen einmal die Kommentar-Shoutouts raus an Nina, Ari und Melissa. Wenn ihr auch einen Kommentar-Shoutout wollt, dann schreibt etwas Nettes in die Kommentare. Zu mir. Schreibt. Zu ihr könnt ihr schnell was sehen. Ihre Haare sehen, weil die sind neu. Oh ja. Was machst du da? Polaroid-Pick. Wie random du darauf kommst. Das kannst du dir mit nach Griechenland nehmen, damit du dich nicht vergisst. Am Ende des Videos zeigen wir euch, wie es aussieht. Wer ist es? Nein, wer ist es? Fabi. Okay, Fabian Bagaler. 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 Theo. Mann, die kenne ich ja beide persönlich. Ja, jetzt kommt noch jemand sicher. Knossi. Knossi, Knossi, okay. Ich bin so froh, dass ich nicht in deiner Haut stecke. Mit wem könntest du am besten so einen süßen Häkelabend machen? Danach musst du deine Hochzeit machen. Ich meine, wenn du keinen Häkelabend mit denen machen kannst. Theo würde mit mir häkeln. Ja. Aber dann müsst du das dann erstmal lernen. Mit meinem Buch. Okay, Leute, jetzt ist raus. Ich bringe ein eigenes Häkelbuch. Also, am 12.10. könnt ihr das vorbestellen. Hier ist Theresa aus der Zukunft. Die andere Theresa hat ein bisschen Quatsch gelabert. Ihr könnt das Buch natürlich jetzt schon vorbestellen. Es ist erst ab 12.10. in den Buchhandlungen. Aber vorbestellen könnt ihr es jetzt schon. Ich habe euch den Link hier einmal in die Beschreibung gepackt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch eins holt. Aber ihr findet es auch in jedem großen Buchladen. Holt euch das Buch und häkelt was und schickt uns dann alles, was ihr gehäkelt habt. Okay. Ich hoffe, dass es euch allen gefällt. Und lass mal hier einblenden. Das ist das Cover. Seit einem Jahr arbeite ich daran. Das ist sowas Cooles. Und ich bin so aufgeregt. Du bist Autorin. Oh mein Gott, ich bin voll die Autorin jetzt. Gleich in meine Bio eintragen. Also mit Theo kann man gut häkeln. Gut, mit Theo kann ich häkeln. Also ich glaube, der würde mein Buch auch benutzen. Das heißt, ich heirate Theo. Ich kann es mir auch vorstellen. Knossi kenne ich nicht. Ich glaube nicht, dass der häkelt. Der kann nicht häkeln. Den töte ich. Und Fabi töte ich. Fabi würde safe häkeln. Für den Kuss. Willst du küssen? Aber nur, wenn du ein bisschen häkelst. Kommt ja immer näher. Oh mein Gott, hör auf jetzt! Du noch wieso? Younes Saru. Warte, bevor du das beantwortest. Zeig mir jetzt! Oh. Ah! Hä? Da ist ja gar nichts machen. Drauf. Komm, dann ist es bis aber zum Ende. Aber woran fertig. Lag das denn? Boah. Also, Younes kenne ich nicht so gut. Wieso kenne ich gar nicht? Kenne ich. Also Ken, küsse ich. Ja, der will ich eh nicht heiraten. Ja. Aber Rezo ist richtig nett. Ja, eben. Und lustig auch. Und also, Younes? Ich glaube, Younes töte ich. Und Rezo heirate ich. Das ist ja lustig. Kann auch Spaß haben mit dem. Du kriegst jetzt alle. Marek, Fritz. Henry. Oh Gott. Und Alex. Alex Ferun! Alex Freerun! Freerun! Ferun! Ferun! Okay, Finger weg von meinen Männern. Finger weg von meinen Männern. Von deinen Männern. Meine Männer, ja? Hier sind meine Männer. Du kennst alle, ne? Alle persönlich. Scheiße. Also Marek finde ich lustig, aber Henry ist halt auch so sehr, sehr süß. Echt? Ja, Henry ist ein sehr lieber. Also erstmal ganz ruhig. Ich glaube, wenn man ihn besser kennt, ist er wahrscheinlich nicht so ruhig, aber zu mir war er bis jetzt immer sehr ruhig. Finde ich gut. Sehr angenehm. Bleib ruhig. Bleib mal ruhig, ja? Und Alex? Alex. Alex.
Also mit Alex wohne ich halt, habe ich zusammen gewohnt. Wohnst du und zusammen? Alex ist für mich halt so brüderlich, weißt du? Ja. Deswegen kann ich mir halt auch nicht vorstellen, den zu küssen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, ihn zu heiraten. Aber ich will ihn dir auch nicht wegnehmen, indem ich ihn töte. Was wäre dir lieber? Nein. Musst du schon selber entscheiden. Scheiße. Okay, ich kill Marek. Oho. Das heißt... Dass du ihn zum Cheater machst. Das heißt, dass ich Henry... heirate und Alex küsse! Okay, Leute, das war's mit diesem Video. Sie sind nicht mein Freundin! Ich gehe jetzt in Sicherheit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, lass mich los! Seht ihr das? Zeig doch! Oh mein Gott, wie süß ich aussehe!